Das hier ist Ben und für sein Alter ist er schon richtig krass. Aber in dem Video werde ich einfach mal seinen Roller testen, der mir viel zu klein ist. So, was geht ab zum neuen Video, Freunde? Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seht schon, ich werde heute wieder einen Roller testen und zwar von Ben. Für die Leute, die nicht Ben kennen, er macht sehr gerne Double Overheads, ist sehr jung und absolut krass. Ich würde auch schon sagen, einer der besten Rider hier auf jeden Fall hier in der ganzen Skate-G-Place, der Skatehalle. Aber heute, weil sich viele das gewünscht haben, soll ich den testen. Und Leute, dieser Lenker ist für ihn schon zu klein und ich bin größer als Ben. Und es geht mir wirklich bis zum Oberschenkel. Es ist wirklich so verdammt klein, dieser Roller. Aber trotzdem will ich ihn mal testen. Ich bin den noch nie in meinem Leben gefahren. Ich merke schon, er ist verdammt leicht. Alter, das ist echt heftig. Egal, mal schauen, wie er sich fahren lässt. Headset ist gut, Wheels sind gut. Ich denke mal, er hat auch keine Snaps oder so, aber da will ich jetzt auch nicht genau eingehen. Wenn ich Snaps reinmache, Ben, tut es mir echt sehr, sehr leid, aber das werde ich auf jeden Fall nicht. Okay. Deswegen kommt ihr auf jeden Fall auf meinen Kopf. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall gute Laune und ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf, denn ich habe auf jeden Fall auch Bock. Und das ist auf jeden Fall die Hauptsache. Leute, ihr müsst auf jeden Fall erst den Link in der Videobeschreibung abchecken für die Online-Kurse. Falls ihr noch keine Online-Kurse für euch gesichert habt, macht auf jeden Fall. Und Oster Special kommt auch bald. Deswegen seid auf jeden Fall aktiv. Egal. Ich habe jetzt genug geredet. Ihr kommt jetzt auf meinen Kopf und dann können wir auch direkt losschreien. Ich habe richtig Bock. Okay, also wir sind jetzt drauf und es ist so übertrieben klein, dieser Lenker. Alter, der ganze Roller. Aber das Deck ist tatsächlich sogar ein bisschen länger als meins. Also meins ist sogar noch kürzer. Er könnte sogar tatsächlich noch ein bisschen kürzen. Aber es ist echt übertrieben leicht. Also kein Wunder, dass er so übertrieben nice schnell Double Overheads lernt. Alter, das ist echt krass. So, hätte ich so einen hohen Lenker, ich hätte direkt Rückenschmerzen. Ich merke auch schon, das ist das Pandemonium Deck. Da muss man immer aufpassen, richtig dolle, wenn man halt damit fährt, weil die Brake hinten, die ist so knapp unter dem Wheel. Einmal gegenkommen, bremst es schon direkt. Ich sehe auch schon, er hat irgendwelche Wheels, die ich noch nicht kenne, die sehen auch cool aus. Ihr könnt ja mal schreiben, was für Wheels das sind, ich weiß es nämlich gerade gar nicht. Aber die sehen sehr, sehr cool aus. Der Roller ist allgemein sehr, sehr leicht und sieht auch richtig, richtig fresh aus auf dem ganzen Video und auch allgemein in echt sieht er cool aus. Natürlich müssen wir ein paar Parktricks machen. Oh. Aber Tailwhips, ey Bruder, wie kann der Tailwhips machen? Das Deck ist viel länger, als der Lenker hoch ist und man muss echt ganz, ganz komisch die Tailwhips machen. Aber egal, wir werden auf jeden Fall trotzdem einfach mal gucken, wie er sich fahren lässt. Wir shredden einfach mal. Lenker ist auch gerade, das ist die Hauptsache. Und der ist verdammt, verdammt schnell. Also die Kugellager sind wirklich richtig, richtig geil. Das bockt auf jeden Fall. Aber wirklich, der Roller ist mir viel zu klein. Boah. Alter, ich bremse jedes Mal. Ne? Der Bremse ist echt geisteskrank. Wie ungewohnt auf jeden Fall. Aber da müssen wir durch. Ben ist ja wirklich viel kleiner als ich. Der Lenker ist doch nicht gerade, wie ich sehe. Der ist auf jeden Fall ein bisschen nach da. Ich würde sagen, ich fahre mich einfach mal ein bisschen ein. Wir machen mal ein paar Tricks. So Kick-Rewinds habe ich Bock. So vielleicht, weiß ich nicht, so ein paar Whip Fronts oder so. Ich glaube, ich gehe klar, aber wirklich, die Whips damit zu machen, ist es wirklich echt ungewohnt. Ich mache auf jeden Fall mal so ein Kick-Rewind über die Resi-Box. Darauf habe ich auf jeden Fall Bock. Also, oh, ich sehe bestimmt aus wie ein Clown. Wie so ein Bär auf so einem kleinen, Fahrrad. Oh, oh, Alter. Nee, das ist mir auf jeden Fall deutlich zu klein, der Roller. Aber ich glaube, man kann mit der auf jeden Fall nice Kombos machen. Parkroller halt absolut krass, ne? Such mal in Kick-Spray-Hut. Oh Gott, Alter. Ich hoffe, man hat es gesehen. Ich habe mich ja so auf die Schnauze gelegt. Kick-Spray, ich war so langsam, ne? Der war ja so kurz gezogen. Das ist heftig. Ich mache auf jeden Fall jetzt erstmal einen Fingerwhip hier von der Spine da hinten in die Step-Up-Landung. Darauf habe ich auf jeden Fall auch Bock. Aber mit anderen Rollern zu fahren, ist immer so krass ungewohnt, ne? Vor allem mit so einem kleinen Roller. War na gut, noch einmal kurz. Mach ich mal einen Fingerwhip, mal gucken. Oh. Oh, Gottes Willen. Das sieht bestimmt absolut Panne aus. Wie wäre es, wenn wir mal einen, ich weiß gar nicht, was kann man denn da machen? Fingerkickless-Box? Ja, das geht auch. Es ist echt übertrieben. Ich sollte mal Brighton Flat versuchen damit. Also der Roller ist nochmal doppelt so anstrengend, weil es halt wirklich so klein ist. Guck euch einfach mal den Roller an, wie klein er ist. Ey Ben, du siehst ganz, ganz anders aus mit dem Roller, weißt du das? Guck dir mal ganz kurz an. Die Höhe, der Unterschied. Ja. Fahr mal ganz kurz, nimm mal ganz kurz deinen Roller, damit jeder weiß, wie hoch dein Lenker einfach ist. Das ist für dich in Ordnung, oder? Oder ist das sogar nicht so mal ein bisschen klein? Also ich finde es eigentlich im Moment noch perfekt. Also es dürfte nicht kleiner sein, aber so geht's, finde ich, noch. Also für die Double Overheads reicht's, ja? Ja. Perfekt, gut. Aber du kannst auf jeden Fall erstmal den schwenden. Ich nehme wieder deinen Roller, ja? Ich habe auf jeden Fall schon ein paar Bangers gemacht, aber es muss durch weitergehen. Weil wir so einen kleinen Lenker haben, nehme ich auch mal eine kleine Quarter. Ich mache jetzt mal einen Bride und Age in der Quarter. Also Kick ist Bride, weil er gerade echt grauenhaft. Aber hier jetzt ein Bride nochmal. Oh Gottes Willen. Das ist echt ganz, ganz ungewohnt. Ich glaube, so richtig so die ganzen Rampen hochzuballern geht gar nicht. Aber ey, das Headset ist clean. Okay, das ging auch. Alter, ich habe jetzt schon Rückenschmerzen. Das Video fängt erst an. Das Geile ist, heute ist eine Night Session. Die Jungs sind alle hier, um richtig nice die Roller zu fahren die ganze Nacht.
Oh Gott, das will ich. Deswegen ist es auch noch so voll, glaube ich, 23 Uhr oder so. Triple Tailwhip kann ich mir nicht vorstellen mit diesem Roller. Ich bin euch ehrlich. Entweder Kickless-Kombos oder halt so wirklich Bry-Kombos oder Whip-Front-Kombos. Das kann man sich tatsächlich besser vorstellen, als halt wirklich Tailwhips. Ey, Tailwhips damit ist irgendwie, weiß ich nicht, das Deck ist viel zu lang für den Roller irgendwie. Aber ist trotzdem ein sehr cooler Roller, also mir gefällt der mega. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die ganzen Roller findet, von 1 bis 10. Aber ich finde, ich würde schon sagen, auf jeden Fall eine 10 von 10. Aber ich wollte ja noch einen Bry Flat versuchen, das würde ich sagen, machen wir auch einfach mal. Den mache ich einfach mal hier jetzt so ein Flat. Ich muss mich so weit nach hinten lehnen, dass ich überhaupt abspringen kann und dann den rumziehen kann. Alter, ich versuche ihn einfach trotzdem mal. Ich gebe ihm einfach mal ein paar Versuche. Vielleicht schaffe ich ihn ja, vielleicht auch nicht. Okay, erster Try. Oh Gott, ey, das geht eigentlich gar nicht so gut. Ich dachte, das würde ein bisschen besser gehen. Ich versuche nochmal hier. Also, es geht klar. Aber es ist ungefähr wie bei meinem Roller, würde ich sagen. Ich habe eine Idee, was ich noch machen kann. Ich versuche mal so diesen Trick. Straight über die Box. Habe ich auch lange nicht gemacht. Und ich würde sagen, wir machen es einfach mal. Mal schauen, ob das überhaupt was wird. Aber ich denke schon. Ich glaube, ich werde den einfach null landen. Nein, ich werde den nicht landen. Ich habe nicht mal gegriffen. Das ist echt ganz merkwürdig. Mach mal ganz kurz Whips. Weißt du, das Deck ist viel zu lang, oder? Deswegen alles Kickless, aber ich versuche ihn einfach mal. Oh Gott, ich muss ja viel schneller fahren. Oh, ist ja schon fast ein Mini-Scoot, Alter. Jo, ging echt klar. Nice. Also alles Kickless gegen First Try. Das Ding ist echt wirklich mit diesem Roller. Es ist mir zu klein, ich krieg Rückenschmerzen. Frontflips mache ich auf keinen Fall. Dann mache ich direkt einen Double Frontflip, wenn ich lande. Gefühlt beim Landen überdrehe ich einfach. Auch wenn es jetzt nur auf die Box ist, aber ich gebe dir mal einen Versuch mit den Tailwhips. Nein, ich komme damit nicht klar. Ey, das Deck ist mir zu lange für das Setup. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen wie diese ganzen Schwitzer, diese Parkfahrer, zum Kick des Kickless. Aua, oh Gottes Willen, sorry, Ben. Aber ich glaube, das geht auch. Der Lenker wird immer schiefer, tatsächlich. Ich glaube, das liegt nicht an ihm, sondern an mir. Jetzt ist er gefühlt wieder gerade. Nein, wisst ihr was? Ich versuche keinen Kickless Catch Kickless, sondern einen Kickless Kickless, also einen normalen Kickless Kickless. Boah, ich habe so Rückenschmerzen. Okay, der war auf jeden Fall. Also das ist echt ein Mini-Scoot-Gefühl. Das ist so ein leichter Roller. Das macht echt mega Bock. Die Leute, glaube ich, können sich nachvollziehen, wie du mit dem Roller fährst. Willst du mal einen Trick machen? Ja. Was willst du machen? Hau mal raus. Ich könnte Holzbox. Holzbox? Okay, worauf hast du Bock? Ich könnte ein anderes Kickless machen. Anderes Kickless, safe und dann Quarter irgendwie so ein Whip-Front-Whip oder so? Ja, kann ich machen. Safe, okay, machen wir. Ja, easy. Auch ganz entspannt, Alter. Aber ey, Ben, jetzt mal ehrlich, wie würdest du deinen Roller bewerten von 1 bis 10? Wie würdest du sagen? 10 Beste? Also, ja, 10 würde ich schon sagen, weil ich mag meinen Roller echt gerne. Was ist das Lieblingsteil von dir an dem Roller? Ich finde die Wheels finde ich sehr nice. Digga, was ist das für Wheels? Ich habe keine Ahnung. Das sind JP Wheels. Also, okay, krass, kenne ich nicht. Das gibt es auch nicht so überall zu kaufen, sondern... Ah, Limited Edition oder wie? Nee, das nicht, aber also so nicht bei jedem Shop. Also jetzt nicht so richtig... Ja, krass. Also die gefallen mir auch mega dolle. Und du hast noch nie was gesnappt gefühlt, oder? Ich bin ja davor das Pandemonium-Deck von Henry gefahren. Genau, das war ja schon angesnappt. Ja, das habe ich gesnappt. Und bis jetzt hält das hier noch ganz gut. Also hier ist ein Snap, da ist ein Snap. Das ist ja auch in Ordnung. Das trotzdem, richtig geiler Roller. Aber danke, dass ich den fahren durfte. Du schwellst auf jeden Fall weiter und ich erwarte auf jeden Fall dieses Jahr noch ein Triple Overhead von dir. Ja, das wird safe. Okay, Leute, wenn ich das Video gefallen hat, checkt auf jeden Fall gerne Ben ab. Danke, dass ich den Roller haben durfte. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Willst du noch was sagen? Folgt mir auf Instagram. Haut rein, Leute.